So, und dann haben wir hier nämlich das Export-Ding. So, und dann haue ich die da rein. So, und er läuft. Seht ihr, so schnell geht das. Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Novus. Und ich muss euch direkt was sagen zum Anfang. Ja, hier steht ein Gehege, das habe ich eben angefangen zu bauen und dann habe ich gemerkt, ich habe gar keine Aufnahme am Laufen. Aber ist nicht so schlimm, viel habt ihr nicht verpasst. Das Gehege hier ist einmal 6 lang und 5 breit. Und das hier ist 5 mal 5 eigentlich, müsste es sein. Müssen wir mal eben nachsehen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist, glaube ich, einer zu wenig. Da müssen wir nochmal einen hier länger dran machen. Denn hier kommt so eine Schlachtmaschine dran. Und wenn die zu weit vorne steht, dann ist das nicht so gut. Weil dann kann es nämlich sein, dass sie nachher aus Versehen die falschen Viecher tötet. Und deswegen, gut, stellen wir die da erstmal hin. So, und dann müssen wir jetzt anfangen. Wir brauchen jetzt erstmal einen Breeder. So, zack. Ich glaube, da musste ich jetzt nur noch das Plastik machen. Ich meine, den Rest habe ich sogar alles eigentlich. Ich weiß nur nicht, ob ich diesen ob ich hier so einen Staub habe, so einen lilanen. Nee, anscheinend nicht. Da muss ich wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, sogar noch ein bisschen ach, hier habe ich auch noch welchen. Ja, genau. Da muss ich wahrscheinlich dann sogar noch welchen jetzt besorgen gehen. Müssen wir mal schauen. Ja, ich muss rote Blumen erstmal holen. So, rote Rosen. Alter, willst du mich... alles klar, take it easy, ja. Take it easy, ne? Hier, Izzy, alles klar, Junge. Das ist, glaube ich, dein Erfolg. Vielleicht solltest du mal rote Blumen abbauen. Ich weiß ja nicht, ob er es schon gemacht hat. Aber, ne, take it easy. Okay, so, zack. Hä? Gibt's gar nicht. Warte mal. Lol, das ist eine Botania-Flower. Hör mal, nein, ich will dich nicht... Ey, ohne Witz, ne, dieser Magnet. Ey, das ist so eine Trödelmarktblume. Warum nimmst du die mit? Die wollen wir gar nicht haben, ey. So, aber ich glaube, das sollte eigentlich schon rein... Nee, ich brauche bestimmt noch mehr. Ich glaube, für eine Maschine brauche ich das noch. Ich habe das nämlich bei mir im Feed the Beast Projekt, was ich alleine spiele, schon gemacht. Und ich weiß genau, dass ich da später noch ein bisschen mehr von benötige. Deswegen müssen wir jetzt mal eben schauen. Dann fliegen wir jetzt hier erstmal rum. Dann gucken wir mal. Nee, dann werden wir mal ein bisschen schauen. Alter, hier sind keine roten Blumen. Alter, ohne Witz. Leute, was ist denn hier los? Ich meine, da sind zwar von Botania die, die will ich aber ungern benutzen. Und übrigens, Leute, was haltet ihr davon, wenn ich mal so einen Rundgang mache und einfach alle Häuser im Spiel angucke? Wenn ich zum Beispiel jedes Haus mal anschaue und gucke, ob ich vielleicht mit jeder Person von dem Haus mal ein bisschen Kontakt kriege oder so. Ich möchte gerne mehr mit den anderen Leuten aufnehmen, mal verschärft versuchen, so ein bisschen in Kontakt zu treten. Ich habe zum Beispiel immer dienstags viel Zeit und ich habe mir einfach überlegt, ich kann ja mit den Personen Videos aufnehmen, wenn bei den Personen dann die Videos schon am Mittwoch kommen und bei mir kommen sie dann über die Woche verteilt, ist das ja nicht so schlimm. Es gibt ja bei mir auch Leute, die zum Beispiel nicht bei irgendwelchen anderen YouTubern, die jetzt hier im Projekt sind, vielleicht unbedingt das Projekt sich anschauen. Also wäre so eine Folge trotzdem noch irgendwie schön, ja. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Des Weiteren kommt heute ein Video zu Craft Attack 3. Da haben so viele Leute immer nachgefragt, was jetzt mit Craft Attack 3 ist. Vor allen Dingen mit meinem Haus und dem Map-Download und so ein Kram. Ich werde euch das schon mal erklären heute in dem Video. Und ich kann euch schon mal vorab sagen, es wird kein Craft Attack 3, geschweige einen Map-Download oder ein Schematic von meinem Haus geben. Warum? Das erkläre ich euch dann in dem Video, ja? Guckt euch auf jeden Fall das Video an, damit ihr informiert seid und nicht irgendwas nachher erzählt oder, irgendwas glaubt, was überhaupt nicht stimmt oder so, ne? Deswegen, wie gesagt halt, guckt euch das Video an. Ich denke, wir werden heute arg auf 16 Uhr verschieben und dieses Craft Attack Info Video, das wird dafür um 14 Uhr in 2 Stunden kommen und dann wisst ihr danach mehr und genau Bescheid. Es ist zwar etwas doof, aber wie gesagt halt, ich erkläre euch das dann und dann wisst ihr danach Bescheid. So, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg wieder zurück. Jetzt haben wir eigentlich mehr als genug von diesen Blumen und dann können wir loslegen. Wir müssen auch gleich noch einen Magma Crushable oder Crackable, wie auch immer man das schimpft, bauen. Von wem ist dieses Haus hier? Das ist nicht Spark, ne? Nee, das ist nicht Spark. Wer baut das Haus denn? Oh, sieht nicht schlecht aus. Und das ist von Sinus, das weiß ich. Das ist von Sinus. So, zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz schauen. Ja, genau. Wir packen hier erstmal das rein. So, und dann brauchen wir jetzt den Feeder. So.
nicht Feeder, Breeder. Breeder. So, da haben wir ihn. Okay. Ach. Erstmal müssen wir hier diesen Staub uns machen. So, 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 so. Haben wir 8 Stück. Die sollten mehr als genug reichen, wenn ich mal was brauche. So, dann brauchen wir das Soft House. Oder irgendwas mit Haus hieß es. Haus gebe ich jetzt mal ein. Da haben wir das Sloth House. Genau, so. Eieieiei. Okay, 1, 2. Ja. Time to strike. Alles klar. 1, 2. So, da brauchen wir einmal das Ding hier. So, zack. Dann brauchen wir das. Wir haben keinen Stahl. Ernsthaft? Iron. Haben wir ja mehr als genug. Das muss ich jetzt auch mal anfangen. Ach du Kacke, ne? Das habe ich ja auch nicht ready hier. Eieieiei. Okay, Leute, wir haben doch ein bisschen noch was zu tun, bis das hier alles klappt. Ich muss jetzt erstmal mit euch in den Nether. Wir müssen da noch ein bisschen was holen. Ich werde das alles komplett jetzt anfangen zu automatisieren, damit ich da keine Probleme mehr mit habe. Weil das kotzt mich richtig an, dass ich da so lange warten muss. So, gehen wir erstmal hier rein. Oh. Zack. Und dann holen wir uns jetzt erstmal für den Blazed Furnace holen wir uns erstmal diese Steine wieder. Da muss ich jetzt einfach nur gucken, dass ich ganz schnell zu einem zu einer Nether-Festung komme. Und dann können wir da ein bisschen von diesen Nether-Steinen abbauen, den wir brauchen dafür für den Blazed Furnace. Und ich glaube, dass hier hinten sogar irgendwo eine Festung war, wenn mich nicht alles täuscht. Einfach mal rumfliegen, wir finden die sowieso sehr schnell. Die kommen meistens immer, wenn man rumfliegt, relativ oft vor. Da haben wir schon eine. Seht ihr, so schnell geht das. So, dann können wir jetzt hier erstmal ordentlich von diesem Stein mitnehmen. Nether Brick, genau. Davon braucht man nämlich einiges. Ich meine, ja, ne? Guck mal eben. Blazed Furnace. So. Ja, davon brauchen wir einiges. Und Soul Sand, den kann ich ja auch gleich schon mal holen, schön. Dann haben wir da nämlich auch mehr als genug von. So. Ja, und wie gesagt halt, wir werden das schön automatisieren gleich. Also ich werde das so machen lassen, dass auch die ganze Zeit das Öl automatisch abgepumpt wird. Weil das kann ich nämlich auch relativ gut gebrauchen. Obwohl, ich habe von dem Öl sehr viel. Ich könnte eigentlich überlegen, ob ich eine Void Pipe mache, nicht sogar. Das wäre, glaube ich, sogar viel schlauer. Jetzt brauchen wir noch genau davon was. So, den können wir erstmal wieder anziehen. Und dann holen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen von dem Soul Sand. Geht ja eh sowieso super schnell. So. So, jetzt haben wir mehr als genug. Dann können wir das alles hier reinpacken. Zack, zack. So, dann kann das da rein. Vielleicht sollte ich doch noch ein paar von diesen Bricks holen. Ich weiß es nicht, weil... Oh. Ich könnte die doch noch gut gebrauchen. So, jetzt essen wir erstmal eben schnell was. Zack. So, okay. Ja, dann holen wir doch noch ein bisschen was. Und ich kann ja gleich mit dem Teleporter mich direkt zurück nach Hause teleportieren, meine ich, ne? Das geht ja, glaube ich, von überall aus. Das ist das Geile. So, dann bauen wir hier einfach die Bahnen beide nochmal schnell ab. Und dann haben wir mehr als genug. Und dann fange ich erstmal an, das mit der Stahlproduktion und so zu automatisieren, Leute. Damit das einfach etwas, ja, etwas weniger Probleme macht, wenn ich mal Stahl brauche oder so. Weil das ist jetzt gerade echt mega nervig, dass mir einfach 2 Stahl fehlen, um den Rest zu bauen. Aber gut, das gehört jetzt einfach dazu. Da muss ich jetzt durch. Und das kriegen wir auch schon hin. Kohle habe ich ja zum Beispiel auch ultra viel. Ich werde zum Beispiel den Coke Ofen auch komplett automatisieren, dass die ganze Zeit die Kohle dort drinnen abbrennt. Automatisch. Jetzt haben wir da so eine dicke Spinne. Zack. So. Okay, sehr schön. Dann hauen wir das jetzt alles hier rein. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier eine Elite Smeltering habe. Irgendwofür habe ich den mal gebraucht bestimmt. So. Dann nehmen wir den. Zack. Ach, ich bin ja eh fast ganz oben. Z, Teleport und zack. Guck, da bin ich schon wieder direkt zu Hause. So schnell geht's. So, und dann können wir jetzt nämlich loslegen. Dann machen wir jetzt hier Blazed Furnace. Ja, genau. Ach, mir fehlt eine Magma Cream. Magma Cream, so. Und mir fehlt Slime. Ernsthaft, Alter, kann doch nicht wahr sein. Kevin, ey. Ey, das ist doch nicht mehr normal. So, da müssen wir mal schauen. Da müssen wir jetzt auch noch Slime besorgen.
Jetzt müssen wir erstmal eine Slime-Insel finden. Naja, gut. Ich habe ja, glaube ich, auch noch diese Slime-Tree-Saplings, ne? Da muss ich auch mal gleich schauen. Ich guck gleich mal bei mir im ME-System, ob ich davon noch welche habe. Ich meine, so eine Insel zu finden wird jetzt auch nicht das Problem, denke ich mal. Hoffe ich. Denn meistens fliegen die ja hier sowieso irgendwo in der Luft und dann kriegt man die sehr schnell. Was ist da? Da hat anscheinend jemand einen Lucky Block geöffnet mal. So, ich muss jetzt einfach nur hier so ein bisschen die Umgebung im Auge behalten. Und dann werde ich bestimmt irgendwann hier eine fliegende Insel gleich sehen auf der Karte. Und dann kann ich da direkt mir ein bisschen Slime besorgen. Das geht ja relativ fix dann, ne? So, hier haben wir ein Sumpfgebiet. Das ist schon mal gut. Da können wir mal über das Sumpfgebiet fliegen. Vielleicht sehen wir ja sogar hier irgendwo einen Slime rumhoppen, ne? Meine Güte, wie mir jede Ressource, die... Ach, da ist eine Slime-Insel, seht ihr? Und die wurde auch noch nicht abgebaut, so wie es ausschaut. Stehen denn noch die Bäume? Nein, die stehen nicht mehr. Schade. Gut, dann hat sich das erledigt mit der Slime-Insel. Dann müssen wir jetzt weiterfliegen. Müssen wir gucken, ob wir woanders noch eine finden. Ich habe ja, wie gesagt, eh diesen Teleporter. Damit komme ich jederzeit zurück. So, müssen wir den erstmal... Alter, wir scheinen ein High-Hills-Biom zu sein. Oder Extreme-Hills, wie das auch immer sich schimpft. Das ist ein Extreme-Hills. Oh. Ja gut, jetzt ist hier natürlich Sumpfbiom wieder. Aber hier haben wir leider kein Slime oder so. Hier ist ein Villager-Dorf. Nice. Hier kann ich wieder ein bisschen Sachen erbeuten. Das machen wir auch mal direkt. So, okay. Coke-Coal haben wir hier sogar schon mal. Nice. So, Iridium-Shard, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Oh, und dann haben wir hier von Railcraft so ein Ding. Electric Matter, okay. Hier haben wir auch nochmal Coal Coke. Die können wir nämlich gut gebrauchen. Oh, was ist denn da? High Speed Rail. Ne, die sind eigentlich auch richtig krass. Aber ich lasse das jetzt erstmal hier, das Zeug. Weil ich will das jetzt nicht noch mitnehmen. haben wir hier eine Kiste in dem Haus? Nee, ne? Doch, da. So. Was hat der denn hier drinne? Und dann Large Sapling. Keine Ahnung, ob das wertvolle Gegenstände sind. Ich lasse sie jetzt einfach erstmal hier. Ich weiß ja, wo das Dorf ist, eh jederzeit, ne? Wenn ich mal was brauche. Lol. Okay. Eigentlich bin ich nämlich auf der Suche nach Slime und nicht nach einem Villager-Dorf. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das hier finden. Kann echt nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Immer wenn ich irgendwas brauche oder so, ist es dann nicht da. Richtig, richtig nervig. Muss ich gucken, dass ich alles automatisiere, damit ich damit nie wieder Probleme habe. Oh, da haben wir Esel sogar. Cool. Ah, komm schon. Find jetzt mal wieder eine Insel hier. Eine fliegende. Brauch eine fliegende Insel. Ja, die sind nämlich auch relativ selten, diese fliegenden Inseln. Und das ist auch so ein bisschen nervig an der ganzen Sache. Weil man muss sie halt dann erstmal finden. So. Muss sowieso nachher hier rumfliegen ohne Ende, weil ich muss nämlich die Kühe mit der Portal Gun am Anfang sammeln. Das geht am leichtesten. Mal schauen. Na gut, hier ist jetzt wieder so ein bisschen Sumpf, ne? Weiß ich, vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich mit so Autospawnern mir später dann so eine Art Slime-Farm baue. Oh, hier ist schon wieder ein Dorf. Das sieht sogar ziemlich krass aus. Ja, und hier ist wieder von Meta Overdrive, nennt sich das ja, glaube ich, ne? Oder ne, von ERF Tools, ist schon wieder so ein Portal. Ja, ich habe zum Glück Leute, die mir das auch jederzeit erklären können, wie das hier alles funktioniert mit den Portalen von ERF Tools. Und da müssen wir dann später uns das mal anschauen. Jetzt nur mal gucken. Hier haben wir schon wieder irgendwie so einen Dingsofenteil. Da haben wir einen Sticky Picken. Ja. Dicke Pisten picken, ja, alles klar, Kevin. Junge, ich glaube, ich bin echt fertig mit den Nerven. Ich versuche jetzt gerade noch hier in den Häusern irgendwo eine Kiste zu entdecken, die ich plündern darf oder kann. Alter Schwede, ey, was ist denn hier los? Mensch, was macht ihr denn hier für Sachen? Okay, da sind nur Tinker's Construct-Dinger drinne. Da werde ich nichts Interessantes finden, leider. Da haben wir aber nochmal ein Haus. Hier ist eine Imkerei, okay. Oh, was habe ich denn da jetzt bekommen für einen Kram? Eine Imkerei. Oh, ja, Scope, den können wir mal mitnehmen. Wenn wir irgendwann mal vorhaben, mit diesem Bienenmod anzufangen, den werde ich bestimmt auch mal machen, dann, ja, können wir da gucken, dass wir da ein bisschen Gas geben. So, dann packe ich mal eben kurz in meinen Ender-Pouch die ganzen Sachen, damit ich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. So, zack, zack.
Den Breeder kann ich erstmal... Oh, nice, da oben ist eine. Also, wenn da jetzt die Bäume abgebaut sind, dann falle ich echt vom Glauben ab. Aber sind sie nicht. Sehr gut. So. Dann nehmen wir jetzt die Spitzhacke. Oder war das eine Schaufel, mit der das nicht sogar schneller ging? Ach ja, jetzt haben wir jetzt hier unsere Stämme, nämlich. Die aus... Slime sind. Das ist der Vorteil jetzt an dem Magneten. Jetzt kriege ich den ganzen Slime hier erstmal richtig schön. So. Und ich glaube, das sollte auch passen eigentlich. Gut, dann können wir uns jetzt direkt auf den Rückweg machen. Set Teleport. So, zack. Dann haben wir jetzt mehr als genug Slime erstmal. Oh, zack. Zack, zack. So, dann brauchen wir jetzt Magma Cream. So. Das war... Ich mach mal 4 Stück. So, dann brauchen wir Blaze. Furnace. So. Zack, zack, zack. Dann haben wir 8 Stück. So, dann setzen wir die dran. Also es wäre geil, wenn ich das heute in der Folge schaffe, noch komplett alles hier zu automatisieren. Na, da müssen wir jetzt mal schauen. So, dann brauchen wir jetzt ein Import-Bus. Okay, da müssen wir direkt noch einen zweiten schnell craften. Oh, wir brauchen von diesen Chips ein. Welcher ist das? Der Logic Press, okay. Dann sagen wir ihm direkt das mal. Dann soll er mal direkt mehrere davon... Ach nee, können wir gar nicht machen, ne? Komm, wir machen Cancel. So. Dann sage ich ihm, er soll von den Logic Press mir mal 100 Stück machen. So, zack, fang an. So, jetzt craftet er mir 100 Stück von diesen Logic-Dingern. So, da kommt auch schon der erste. So, dann können wir direkt anfangen. Import-Bus. So. Zack. So, und dann craften wir uns direkt nochmal einen Import-Bus hier noch. So, zack, sehr schön. Haben wir jetzt schon mal 2 Stück. Dann würde ich sagen, hier machen wir den ersten hin, da den zweiten. So, dann kommt hier ein Kabel hin, da ein Kabel hin. Und dann geht das hier so, zack, zack. Moment. Ich will das hier irgendwo gut verbinden können. So. Ja, machen wir hier mal eben die Fackel weg und zack. So, das müsste eigentlich laufen. Ja, tut es auch. Sehr gut. So, dann setzen wir hier die Fackel hin. Hier müsste eigentlich auch noch alles, ja, hier ist alles schön dunkel, ne? So, dann müssen wir jetzt schauen. Jetzt brauchen wir Export-Bus. Da haben wir sogar 2 noch, die wir machen können. Und dann setzen wir jetzt einen von denen hier dran und den anderen da dran. So, dann kommen hier die Kabel dran. Zack, zack, zack. So, die müssten jetzt gleich auch ausgehen. Ja, tun sie sogar. So, und dann brauchen wir die Coal erstmal. So, eine nur. Und da sag ich ihm jetzt hier, ja, pack mir Kohle rein. Und damit müsste er jetzt schon anfangen. Ja, wir haben jetzt nur das Problem, dass wir noch das Öl da haben. So, und jetzt muss ich mal eben gucken. Kaktus habe ich auch. Sehr gut. Denn ich brauche Kaktusgrün. Und deswegen jage ich jetzt ganz schnell mal den Kaktus hier durch. So, zack, zack, zack. Dann kriege ich das nämlich auch raus. Das brauchen wir nämlich, weil ich will eine Void Pipe jetzt anfertigen. So, eine Void Fluid Pipe oder wie auch immer die sich schimpft. So, Void. So, Void Fluid Pipe, genau. So, dann machen wir erstmal das Ding. So, zack. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Void Transport Pipe. Ja, können wir uns die machen? Ja, dicke. So, Void Fluid Pipe. Zack. Mal gucken, ob ich die einfach hier so dran machen kann und dann ist das schon gut. Hoffe ich ja. Anscheinend nicht. Dann müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen anders bauen. Vielleicht muss ich dann doch von erstmal von Ender.io das machen. So. Ender.io. Habe ich die sogar schon? Ja, Fluid Conduit. Sehr gut. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Ah, sehr gut. Zack. Dann nehmen wir die. Packen die hier dran. So, dann nehme ich die Void Pipe. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Ja. So, dann stellen wir das hier auf Extract. Zack. Und das hier stellen wir auf Insert. So. Und jetzt müsste das Zeug... Ja, jetzt geht das hier in diese Void Pipe. So, und der tut jetzt automatisch die ganze Zeit hier die Kohle rein und nimmt die immer wieder raus. Das heißt, ich habe eine dauerhafte Coal Coke Production. So. Und jetzt müssen wir noch eine Cap Card bauen. Oder haben wir sogar noch. Sehr schön. Und dann brauche ich noch Coke Coal. So. Zack. Und dann sage ich ihm nämlich hier im... Nee, das ist das Import. Hier im Export sage ich ihm jetzt ganz leicht, pack da das rein
und pack da das rein. So, und der müsste jetzt auch automatisch gleich anfangen, der Ofen hier. Der Blazed Furnace. Ja. Ach nee, das ist Import. Hier ist Export. So, also. Hoppla. Erstmal die Karte wieder rausnehmen. Zack. So, dann tue ich die rein. Und dann sage ich ihm, pack mir das rein. Pack mir das rein. So, und jetzt müsste der automatisch gleich anfangen. Nachdem er die Kohle jetzt drin hat. Haben wir noch von den AC-Karten welche? Nee, wir können aber sagen, er soll mir noch ein paar Advanced-Cards machen. Da sind wir ja schon soweit. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen. So, drei Stück. Zack. Ja, Start. So. Und dann machen wir ACC. Müssen wir jetzt warten ganz kurz. Dann kann ich die gleich craften wahrscheinlich. Ja, kann ich schon machen. So. Zack, fertig. So, und dann haben wir hier nämlich das Export-Ding. So, und dann haue ich die da rein. So, und er läuft. Seht ihr, so schnell geht das. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der heutigen Folge von Minecraft Novus. Wir haben die Metallproduktion oder eher gesagt die Stahlproduktion automatisiert und die Coal Production. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Zerberster und Zerbersterinnen. Tschüss.